Hallo, willkommen zurück hier in Sims 4 bei Yannick und Charlotte Schäfer, beziehungsweise heute sind wir halt bei unserem lieben Yannick, denn ja, wir haben natürlich wieder den Haushalt gewechselt. Das ist ein neuer Sonntag, ein neuer Tag. Nein, du gehst nicht auf Toilette, während du ein Glas Wasser trinkst. Das ist irgendwie eigenartig. Ja. Du gehst erstmal einfach so auf Toilette, ja. Und dann mal gucken, was können wir da noch machen? Können wir da mit irgendjemandem chatten oder so? Chatten mit? Mit wem könnten wir denn chatten? Mit Zoe Patel könnten wir mal chatten. Bevor wir jetzt immer noch mit derselben, die wir schon kennen. Ja, heute wird der erste Arbeitstag sein. Das ist richtig spannend. Der erste Arbeitstag im Krankenhaus. Kannst du nicht einfach mal das machen, was ich dir sage? Knüpfen, chatten mit. Ah, so, sie ist nicht mehr da. Doch, da ist doch Zoe Patel. Chatte doch einfach mal mit ihr. Hallo, Junge. Geh da doch einfach mal hin. Setz dich hin. Und dann mach doch einfach mal, was ich möchte. Chatten mit. Zoe Patel. Nach wie vor. Danke. Cool, du hast es geschafft. Ja, der erste Arbeitstag als Mediziner. Richtig cool. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Wie das denn so sein wird, ich habe es, wie schon erwähnt, eigentlich noch nicht wirklich ausprobiert bisher. Ist also auch für mich mein erstes Mal mit diesem Job. Ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrung ihr schon darin habt, ob ihr selbst Sims 4 habt, ob ihr eine Arbeit habt und ob ihr diese Karriere ausprobiert habt schon. Es sind natürlich auch ein paar Umstände, die auf jeden Fall wichtig sind, um das auch zu kennen. Ich muss mal eben was gucken. Okay. Naja. Einfach mal schlafen. Sehr schön. Das sollte auf jeden Fall ja einigermaßen reichen. Unsere Schwester ist zu Hause, so wie wir das kennen. Ja, soll sie halt hier sein, ne? Habe ich ja schon erwähnt. Ist ja nicht so schlimm, wenn sie hier ist. Wir sollten rechtzeitig aufstehen, dass wir uns noch was zu Frühstück machen kann, zum Frühstück machen können. Oh, machen wir jetzt mal ein bisschen Rührei nachher. Ja, so 6 Uhr aufstehen halte ich, glaube ich, für angemessen. Ja, komm, stehen wir mal auf, bevor zu wenig Zeit noch ist, um noch ordentlich zu frühstücken. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Ich hoffe, er schafft es noch. Wird knapp. Das ist ja, oh, das Schlimme an die Arbeit, die Arbeitskarrieren ist ja, dass man exakt dann, wenn es 7 Uhr ist, halt zum Job geht. Und das ist ein bisschen nervig. Kannst du bitte ein bisschen schneller essen? Oh, das werden wir nicht schaffen. Ganz ehrlich, ich hasse das. Genau 7 Uhr müssen wir jetzt mitmachen. Das ist so nervig. Bei anderen Jobs, bei den ganzen Jobs, wo sie einfach das Haus verlassen, kannst du auch eine Stunde oder so später hingehen. Aber da, wo exakt 7 Uhr kommt diese Anzeige, möchtest du jetzt zum Job gehen? Also muss der hingehen, entweder schickst ihn halt alleine hin oder machst mit. Das ist so schade. Also das macht das Ganze so unflexibel, dass man halt exakt 7 Uhr da sein muss. So, klinische Orientierung ist halt unser erster Arbeitstag quasi. Willkommen, Yannick Schäfer, in einer aufregenden und lohnenden Karriere auf dem Gebiet der Medizin. Wenn man neu in einem Job ist, braucht man eine Weile, um sich mit den Örtlichkeiten, den anderen Sims und den Verantwortlichkeiten vertraut zu machen. Wenn Yannick seine Fähigkeiten einsetzt und sich mit Hingabe und Leidenschaft ans Werk macht, wird er es zweifellos weit bringen. Ja, hier sind wir erstmal. Wir sollen eine K Tasse Kaffee trinken. Zwei Kollegen begrüßen. Ja, komm, dann begrüßen wir doch erstmal ihn hier. Ganz fröhlich. Den Typen am Empfang. Ist das auch ein Kollege? Krankenpfleger. Den können wir eigentlich auch ganz, ganz freundlich begrüßen. Aber wir begrüßen erstmal den Herrn hier. Hallo. Wie geht's? Ich weiß gar nicht, ob es vom Ton her passend ist. Müsste aber eigentlich für euch laut genug sein, würde ich mal behaupten. Wo kann man denn hier Kaffee trinken gehen? Ah, hier hinten ist. Dingens. Dann holen wir uns mal einen Kaffee. So, wir wollten ihn ja eigentlich nur begrüßen. Viel wollten wir nämlich mit ihm quatschen. Interessant, wie das hier aussieht.
Ja, also finde ich, sieht irgendwie echt langweilig aus, dieses Krankenhaus hier. Ich meine, okay, wann sieht Krankenhaus schon spannend aus, aber vielleicht baue ich tatsächlich mal selber ein Krankenhaus. Denn das hier sieht ja wirklich echt lahm aus. Wenn ich ja so ein bisschen Ahnung davon habe, was hier alles gebraucht wird, wie das alles so ein bisschen gut zusammenpassen würde, baue ich vielleicht sogar selber irgendwann mal ein Krankenhaus. Weil das hier ist ja echt hässlich. Naja. So, eine Tasse Kaffee trinken, genau. Dann können wir ja schon mal hier zu unserem Kollegen gehen, können ihn auch nochmal begrüßen. Kannst ja mit dem Kaffee dahin gehen. Genau. So muss das. Multitasking gehört zur Arbeit. Haben wir den jetzt begrüßt? Grüßt du ihn mal? Oh, er ist ein Praktikant. Wie schön. Cool. Also diese haben wir dann schon mal erledigt. Was müssen wir denn noch alles machen? Nach seinem Tag fragen. Okay, dann machen wir das doch direkt. Können wir natürlich direkt die ganzen Aufgaben erledigen, die wir hier haben. Und dann gehen wir natürlich auch zu den Patienten, aber es ist auch erst 8 Uhr. Wir haben noch eine ganze Menge Zeit bis 15 Uhr. Genau, da oben steht es ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf diesen Arbeitstag hier. So, über die Arbeit beschweren. Okay, dann beschweren wir uns direkt mal über die Arbeit. Über die Büroaffäre tratschen. Treibt hier einer schon mit dem Chefarzt oder was? Das ist natürlich interessant. Warum nicht? Wir können ihm den Tag verschönern, dass es ihm ein bisschen besser geht. Von Interessen schwärmen. Snack zwischen Patientenvisite schnappen. Wie geht das denn? Ist das so ein richtiger Dingens? Aus dem Kühlschrank. Gibt es hier einen Kühlschrank? Gut, keine Ahnung. Wir gehen erstmal zu den Patienten, würde ich sagen. Wer ist das denn hier? Luna Villarell. Ach so, eine Teenagerin. Können wir uns ihr bei ihr gerne mal freundlich vorstellen. So, gehen wir erstmal zu einer Patientin. Wäre ja auch so ein bisschen eine Sache, ne? Können uns vorstellen, ihr Essen. Ne, wir bringen ihr erst das Essen. Genau, das wäre, glaube ich, irgendwie ein bisschen sinnvoller. Warum hat er vor allem keine Arbeitskleidung an? Aber na gut, er ist der Praktikant, um ehrlich zu sein. Wir können uns gerne mal ein bisschen fröhlich vorstellen. Wow, okay. Interessant. Wie sie da so hin, wie sie da so hingeportet ist. Da können wir ein Bett machen. So. Das ist auf jeden Fall interessant, was man hier so alles machen kann. Ich weiß ja gar nicht, was wir hier alles so für Aufgaben haben erstmal. Wir müssen uns da ja erstmal wahrscheinlich ein bisschen reinfinden. Wir können erstmal über ihren Allgemeinzustand reden. Wie es ihr denn so geht. Wir werden uns erstmal nicht alle Patienten anschauen, sondern erstmal vielleicht nur einen. Sollten uns ja mal nicht überfordern. Medizinforschung. Ist das hier Medizinforschung? Nee. Wo mache ich denn Medizinforschung? Am Computer. Okay. Dann machen wir Medizinforschung. Ah, läuft doch schon echt gut, würde ich sagen, oder? Wir versuchen auf jeden Fall hier alles so gut es geht zu schaffen. Und ich finde den Job, der sieht schon mal echt ganz cool aus auf den ersten Blick. Also es hat halt was sehr Soziales im Gegensatz zu der Wissenschaftlerkarriere, die ich bisher mir angeschaut habe. Fand ich das. Also die ist ja nur aufs reine Forschen bedacht, was natürlich auch realistisch ist. Aber find ich auf jeden Fall mal cool, so ein bisschen mehr in Richtung so sozialer Sachen zu gehen. So, da haben wir also genug Forschung betrieben. Können wir nochmal ein Bett machen? Mehr haben wir da jetzt aber auch nicht. Die anderen sind belegt, die anderen Betten. Dann können wir natürlich auch ihn hier nach seinem Allgemeinzustand fragen oder über seinen Allgemeinzustand reden. Medikamente gegen Gas und Gekicher verschreiben. Okay. Dann können wir ihm gerne auch sein Essen bringen. Ich glaube, der freut sich über Essen. Eine Pfütze aufwischen. Wo ist hier denn eine Pfütze? Ach, da drüben. Ist sie da erschienen, damit wir das machen können? Ich weiß es nicht. Wer weiß. Suchen auf jeden Fall einfach mal unsere ganzen Jobs zu erledigen. Ich finde es echt cool. Es ist wie gesagt mein erster Tag hier mit
mit diesem Job. Und interessant, definitiv. So, dann können wir uns hier mal einen Snack holen. Ein Sandwich. Das hatten wir eher als Aufgabe und das wäre, glaube ich, gerade auch ganz gut, denn du musst nicht alle Pfützen auffischen. Gibt es hier noch mehr Pfützen? Wo ist denn hier noch eine? Wo wäre er denn jetzt hingegangen? Ich weiß halt gar nicht. Ich sehe gar keine. Naja. Nimm dir erstmal dein Sandwich. Gilt das denn hier als Snack? Ich hoffe. Ja, okay, gut. Oh, wir haben es schon Silber geschafft. Das ist gerade mal die Hälfte der Zeit fertig. Das ist cool. Ah, das Licht sieht halt auch echt schön aus hier mittlerweile mit dem neuen Patch. Fällt mir aber so ein bisschen auf. Das ist ganz cool. Ja, also ich habe mich dafür entschieden, diesen Sims 4 Samstag auch nochmal Gameplay zu bringen. Ich denke mal, nächste Woche wird es wieder ein Hausbau-Video geben. Ich hatte sogar schon das ein oder andere Haus gebaut in letzter Zeit, beziehungsweise vor einer ganzen Weile jetzt schon, wenn das Video rauskommt. Und ja, deswegen wird es das wahrscheinlich auch demnächst mal geben. Ist das das einzige Badezimmer, was es hier gibt? Oder die einzigen Toiletten? Okay, da kann man auf jeden Fall noch einiges an Verbesserungen hier machen. Da bin ich auf jeden Fall irgendwie total erpicht drauf, hier mal eine Änderung des Ganzen zu machen, indem man hier halt, weiß nicht, ein schöneres Krankenhaus baut. Ist mir jetzt irgendwie voll danach. Kann man ja auf jeden Fall machen. Ich meine, aktuell ist das hier ausgegraut, aber es gibt ja ein Cheat, dass man das hier trotzdem machen kann. So, dann reden wir doch mal mit einem Kollegen. Reden wir mit dem einfach weiter. Freundlich über die Arbeit reden. Und nochmal eine K Tasse Kaffee trinken. Krass. Wie viel Kaffee wir hier trinken sollen. Aber ich würde sagen, wir haben eigentlich schon genug Kaffee. So, Arbeitsmoral loben. Was können wir denn noch so Schönes machen? Die Kollegen tratschen. Nein, nicht den Patienten übergeben. Wir können über den Weltfrieden reden und einen Witz über Kollegen machen. Können wir auch einfach plaudern mit ihm? Ich weiß nicht, diese Aktion, die gibt es bei Sims 2 und Sims 3 immer, aber das normale Plaudern? Keine Ahnung, wo ich das hier finden soll. Ach so, da ist es einfach nur irgendwas erzählen. Okay. Oh, wir haben es schon fast abgeschlossen. Richtig gut. Wir sind gut dabei an unserem ersten Arbeitstag, muss man sagen. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal zu unserer Patientin hier. Können dann mal über ihren Allgemeinzustand reden. Und nochmal. Was können wir sie denn fragen? Wir können ja ein bisschen den Tag verschönern. Nach ihrer Karriere fragen, sie einfach ein bisschen kennenlernen quasi. Sie ist natürlich leider eine Teenagerin. Deswegen können wir da wohl nicht viel anstellen mit ihr, aber so prinzipiell. Mit einem Patienten plaudern. Haben wir jetzt auch schon geschafft. Wir haben also quasi schon die beste Stufe, was das angeht, erreicht. Das ist richtig cool. Oh, sie ist kokett. Sternklare Augen mit Medizin behandelt. Okay, ich glaube nicht, dass das so gut wäre, wenn wir das täten. Das klingt irgendwie ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Das klingt irgendwie ein bisschen, als würden wir da irgendwelchen Mist machen, wenn wir das tun würden. Warum steht der da die ganze Zeit? Was macht der da? Ich weiß es nicht. Ich würde ihm auf jeden Fall ein anderes Outfit geben, sollte er beim nächsten Mal nicht selbstständig ein passendes Outfit haben. Weil, also eigentlich sollte er ein anderes Outfit bekommen. So, können wir jetzt Essen geben oder geht der weg? Ja, dein Patient, okay. Dann plaudern wir noch ein bisschen mit ihm. Ihn noch ein bisschen kennenlernen. Ein bisschen den Tag verschönern.
Einfach, dass wir das hier. Ich meine, wir sind eigentlich schon an der höchsten Stufe angekommen. Wir müssen nicht unbedingt noch viel mehr machen. Aber wir wollen natürlich ein guter Praktikant sein und hier alles soweit passend erledigen. Ja, einen Kollegen nach seinem Tag fragen. Ja, haben wir ja nicht schon gemacht, aber wir fragen ihn einfach nochmal nach seinem Tag, weil wir es können und weil wir es sollen. Über die Kollegen tratschen. Also, ich würde mal sagen, wir haben uns an unserem ersten Tag, Arbeitstag auf jeden Fall gut geschlagen. Ich überlege gerade, wo wir danach noch hingehen wollen. Wollen wir dann noch ein Date oder also auf ein Date oder einfach so irgendwo hingehen? Mal gucken. Schaffst du es nochmal irgendwie was zu machen? Vielleicht schaffen wir sogar das noch. Nee, haben wir nicht ganz geschafft. Aber wir haben 188 Simoleons verdient. Die schreibe ich mir direkt auf. Ich habe jetzt nach der letzten Folge mir direkt einen Zettel gemacht, wo wir dann immer unseren Profit aufschreiben werden, den Charlotte und Yannick jeweils gemacht haben mit ihren unterschiedlichen Lebenswegen. Und deswegen habe ich das direkt mal aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das tageweise machen werde. Also, dass man das wirklich so sieht, in welchem Tag wie viel reinkommt und so. Oder ob ich das einfach nur so nacheinander aufschreiben werde. Und dann mal gucke nach irgendeiner Zeit, wie viel am Ende dann da ist. So, auf jeden Fall, wie gesagt, wir brauchen Spaß und ich würde jetzt nicht zu Hause abhängen wollen. Das ist irgendwie langweilig. Ich würde viel lieber irgendwo hingehen wollen, wo wir vielleicht Spaß erleben können. Wir könnten ins Theater, wir könnten in eine Lounge, wir könnten aber auch in eine Kneipe gehen. Das ist, ja gut, das ist 15 Uhr. 15 Uhr würde ich vielleicht noch nicht in eine Kneipe gehen. Vielleicht zum Pool? Komm, wir gehen einfach mal zum Pool. Waren wir da eigentlich schon mal? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Wir können ja mal gucken, wen wir da treffen. Vielleicht ist ja jemand da, den wir kennen, vielleicht auch nicht. Und schauen einfach mal, wen wir da begegnen werden. So, da sind wir auch schon. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon mal? Ich weiß, er hat gerade echt nicht. Es ist zu lange her, die letzten Folgen, dass ich noch weiß, in welchen Grundstücken wir bisher schon waren. Das Grundstück habe ich auf jeden Fall selber gebaut. Falls ihr euch das fragt, wo es denn hier einen Pool gibt, normalerweise nur Aces Spring. Ja, normalerweise gibt es das nicht. Aber weil ich das gebaut habe, gibt es jetzt hier schon ein Pool gebaut. Und ich finde das eigentlich sehr cool hier an der Stelle. Passt hier auf jeden Fall ganz gut hin. Und dann würde ich sagen, können wir hier ein paar Runden schwimmen, oder? Wer ist das? Oh, Jamie Trainer, die kennen wir doch sogar schon. Und wer ist das? Markus Flex, okay. Aber ich würde mal sagen, wir schwimmen erstmal ein paar Runden. Können hier ein bisschen unseren Spaß haben. Die kleine Kim ist hier auch am Schwimmen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Alterung und so ein Krams eingestellt habe. Was? Oh, wir haben hier Essen drin. Das würde ich irgendwie tendenziell lieber weghaben wollen, aber ich glaube, wir haben hier keinen Mülleimer oder so, ne? Ah, jetzt haben wir halt hier so ein. Warum haben wir das? Kann ich das dahin packen? Danke, sehr gut. Das ist schon ein bisschen eigenartig, dass wir da so Rührei in unserer Tasche haben. Deswegen habe ich das lieber mal schnell entsorgt. Oh, Jamie Trainer ist jetzt auch hierher gekommen. Deswegen würde ich mal sagen, ärgern wir sie mal direkt ein bisschen. Wir kennen sie ja schon. Sehr cool. Können direkt mal sie nach ihrem Tag fragen. Ein bisschen mit ihr quatschen einfach. Jetzt sind wir auf jeden Fall verspielt. Das ist auch schon irgendwie ganz, ganz gut auf jeden Fall. Oh, sie ist fröhlich. Das ist schön. Kreativ, gesellig und fröhlich. Aber sie ist halt leider verheiratet. Da kann man wohl nicht viel machen. Ja, sie hat ein schönes Outfit, ja. Da werden wir auch direkt ein Kompliment drüber machen. Sie hat einen schönen Badeanzug an, auf jeden Fall. Ein bisschen über Interessen reden.
Wirklich gut ist unsere Energie aktuell nicht mehr. Ist ja schon gelb. Interessant dafür, dass es erst 17 Uhr ist. Fast. Aber so ist das halt. Wir waren ja jetzt auch auf Arbeit und alles. Okay. Dann kannst du ein bisschen verspielt rumschwimmen. Sie will scheinbar gehen. In den Whirlpool ist sie gegangen. Okay. Ja, warum nicht? Wer ist das? Vivian Lewis. War sie nicht eine Patientin heute? Ist sie jetzt schon wieder entlassen worden? Oder war das eine andere? Weiß ich natürlich nicht genau. Wer bist du? Lukas Munch. Oder Mann, keine Ahnung. Und das ist. Wow. Hallo, kann ich mal den Namen lesen? Kann der vielleicht nicht ganz so weit oben sein? Clara Bjergsen. Okay. Ja, warum nicht? Und du bist? Hallo? Das ist so kompliziert gemacht bei Sims 4, dass man da genau drauf sein muss, damit das angezeigt wird und das auch noch für längere Zeit. Aber guck mal, wie gut besucht der Pool hier ist, oder? Da sind viele Kinder, es sind einfach allgemein viele Leute im Whirlpool und im Pool. Passt auf jeden Fall echt ganz gut. Funktioniert. Das Grundstück quasi, es funktioniert. Wird gut genutzt. Das freut mich natürlich immer zu sehen. Ja, jetzt ist gleich 18 Uhr. Ich würde sogar noch vorschlagen, dass wir direkt noch. Warte mal, wir gehen erstmal duschen. Dass wir direkt nochmal wohin essen gehen, wenn wir jetzt schon so, wenn das von der Uhrzeit schon passt. Können wir direkt wo essen gehen, den Abend verbringen, dass wir halt hier nicht nur zu Hause rumhocken, weil es macht meiner Meinung nach echt ganz relativ viel Spaß, auch irgendwie unterwegs zu sein. Und ich möchte mich ja jetzt nur, nicht nur aufs Geld machen beschränken in diesen Videos, in diesem Let's Play, sondern halt auch auf den Spaß. Und deswegen schauen wir mal, wo wir hingehen können, wo wir was essen gehen wollen. Wo wäre es denn jetzt? Wo wäre es denn schön? Wo könnten wir denn essen gehen? Ich habe, glaube ich, viele Sachen in Windenburg aufgestellt. Oder ein paar, sagen wir es mal so. Hier gibt es ein normales Restaurant. Das ist eher so ein Café. Das wäre ein Puzzles. Das wäre eher eine Bar. Oder wir gehen zum Gasthof. Zum Gasthof habe ich ja letzte, nee, nicht letzte Woche, vor 2 Wochen ein Video veröffentlicht. Ach komm, dann gehen wir einfach dahin. Schauen uns das direkt an, wie es da so aussieht. Wollen wir da alleine hingehen oder wollen wir da mit jemandem zusammen hin? Wir können ja auch mal mit Charlotte zusammen dort essen gehen. Ja klar, komm. Gehen wir einfach mal mit Charlotte gemeinsam dort essen. Warum nicht? Was spricht dagegen mit Das Essen wird ja wahrscheinlich Yannick bezahlen. Ich hoffe mal, dass wir einfach nicht so viel ausgeben werden. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen will. Ob ich möchte eigentlich, glaube ich, nur die puren Einnahmen zählen. Einfach um zu sehen, wer mehr verdient quasi. Ich glaube, so werde ich das machen wollen. Okay. Dann sind wir hier. Wie gesagt, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Vor 2 Wochen ungefähr gab es ein Video zu diesem wunderschönen Gasthaus oder Gasthof. Deswegen werden wir mal schauen, welchen Tisch werden wir uns denn wohl geben lassen. Ich glaube, draußen möchte ich nicht sitzen. Ich glaube, wir werden uns hier drin irgendwo hinsetzen. Lasst uns mal hier sitzen, um den Tisch bitten. Ich werde aber mal Charlotte einfach nicht bedienen quasi. Also. Beziehungsweise nicht steuern, sondern halt nur unseren guten Yannick. Sie ist quasi halt eh nur wie Gast, quasi. Deswegen. Ich hoffe, sie kommt jetzt wieder runter und will nicht, weiß ich nicht, im Bett liegen oder so. Was weiß ich, was sie vorhat. Ah ja, genau, das ist mir nämlich aufgefallen. Oder das habe ich auch schon bemerkt. Warum habe ich hier die Wand vergessen? Weil eigentlich hatte ich die Wand sogar drin, aber irgendwie in meinem Safe Game, da wo ich das Grundstück gespeichert hatte, ist irgendwie die Wand immer unbemalt. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Wir werden erstmal direkt mal bestellen, damit das hier nicht zu lange dauert. Und zwar, oh, Bier ist heute im Angebot. Ja, dann können wir das doch
kann er das auf jeden Fall trinken. Ist, ja, ich weiß nicht, ist Charlotte so der Bierfan? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie würde eher sowas hier trinken. Als jetzt halt ein Bier. Weiß nicht. Naja, Bananenbrot. Was können wir denn schönes essen? Würstchen mit Paprika. Wir nehmen natürlich das, was im Angebot ist. Warum nicht? Was würde sie essen? Oder vielleicht isst sie das. Ich weiß nicht, ob er das essen würde. Also ich würde halt gerne irgendwie unterschiedliche Sachen für beide bestellen. Vielleicht Hähnchenbrust für sie. Ja, 26. Morgens ist nicht so viel, würde ich behaupten. Oh, die Ersten bekommen hier schon Essen. Finde ich auf jeden Fall cool, dass, ja, dass hier Leute sogar schon sitzen, wenn man hierher kommt und so. Und man hier nicht, dass hier nicht alles quasi neu gestartet wird oder sowas. So, dann quatschen wir doch einfach mal ein bisschen mit ihr. Hat sogar schon selbstständig angefangen, mit ihr zu quatschen. Das ist natürlich schön. Können uns mit unserer Schwester auf jeden Fall noch ein bisschen anfreunden. Warum auch nicht? Ah, wisst ihr eigentlich, warum ich die beiden in ein Grundstück gepackt habe, anstatt Einzelgrundstücke zu machen? Das Nervige an Charlottes Lebensstil. Klingt jetzt ein bisschen interessant. Das Nervige an Charlottes Lebensstil, dass sie halt immer in dem, bei diesem Dingensgrundstück ist, also auf dem Handelsgrundstück, ist ja, dass sie trotzdem theoretisch ein Wohngrundstück braucht. Und das ist halt das, wo Yannick lebt, eigentlich. Nur, dass sie da halt eigentlich nicht hinkommen muss, will, weil sie halt eigentlich immer im Laden lebt und er aber halt auf einem normalen Wohngrundstück lebt. Deswegen kam ich ja auf die Idee, dass ich das einfach kombiniere, indem er quasi auf dem Wohngrundstück lebt und sie auf dem Handelsgrundstück. Nur das einzig Nervige ist halt, dass wenn wir ihn spielen, sie irgendwann aufs Wohngrundstück zurückkommt, weil das scheinbar bei Sims so ist, dass sie nicht für immer auf dem Gemeinschaftsgrundstück bleiben sollen. Was weiß ich. Ist ja eigentlich auch nicht so wichtig, finde ich. Also, ob sie da ist oder nicht, finde ich jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ich hoffe mal, dass wir bald das Essen bekommen. Ich würde mit Yannick gern nicht so lang hier bleiben, weil er ist schon ziemlich müde. Wie lang braucht er denn, bis er. 2 Stunden sind es noch, okay. Aber guck mal, wie viele positive Sachen wir haben. Wegen Sozialkontakt, gute Schwingungen, belebende Dusche, angenehmes Gespräch, schön dekoriert, Entspannung im Wasser, eine neue Freundschaft geschlossen und Abendessen im Restaurant. Das ist halt schon echt viel. Aber guckt euch mal das Essen an, das sieht doch gut aus. Isst du das jetzt auch? Nee, essen sollst du aber auch, ne? Das weißt du. Ach, das ist schön, dass die beiden hier zusammen essen. Gefällt mir auf jeden Fall echt ganz gut. Das ganze Restaurant-Dings und so. Falls ihr euch wundert, was das ist das neue Gamepack. Und ja, falls ihr wissen wollt, was ich allgemein so für Erweiterungen und sowas habe, dann schaut einfach in die Videobeschreibung. Da stehen alle Erweiterungen, alle Inhalte, die ich habe, drin. Alles, was ich verwende. Für dieses. Wow, Bella. Das war ein bisschen sehr aufreizend. Wo ist Bella hingegangen? Ist Bella auf Toilette gegangen oder so? Kann natürlich sein. Hi, Mortimer. Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Leute. Und ja, es ist abends, da würde ich halt auch lieber drin essen als draußen. Obwohl auch. Naja, obwohl. Aktuell ist gar niemand draußen, es sind nur Leute drin. Aber es sind gar nicht so viele Leute hier. Ah, die kommen gerade noch. Interessant auf jeden Fall. So, dann würde ich mal sagen, warten wir, bis wir hier fertig sind. Und können das Essen beenden und die Rechnung bezahlen. So. Gut, unser Essen hat uns auf jeden Fall echt ganz gut geschmeckt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Hause, zurück. Wir werden erstmal einfach Charlotte hier lassen, weil wie gesagt, wir haben sie ja nur hier eingeladen. Und solange wir sie quasi nicht mitnehmen, wird sie, glaube ich, noch für den Rest des Abends da sein. Und wir können sie dann ja aber dahin schicken, wo wir sie hinschicken wollen. Nämlich in der nächsten Folge zurück da, wo sie eigentlich wohnt.
Ihr wisst ja, wo sie normalerweise wohnt, in ihrem Laden, dem wir in der nächsten Folge dann wahrscheinlich auch einen anderen Namen geben werden. Da hatte ich ja letzten Samstag gefragt, was für eine Namensidee ihr für ihren Laden hättet. Wird er wahrscheinlich nicht nächsten Samstag sein, sondern, weiß ich nicht, vielleicht in 2, vielleicht in 3 Wochen, wenn wir wieder zu Charlotte zurückkehren. So, wir haben aber eigentlich noch gut 2 Stunden. Ich weiß allerdings nicht, was ich machen soll. Wir werden jetzt nicht zu den alten Ruinen gehen, denn leider ist Yannick viel zu müde dafür. Da hat er leider viel zu viel, ja, ist viel zu früh wach geworden. Aber er hat ja selbst, also er hat ja trotzdem sein Frühstück nicht fertig essen können. Deswegen schicke ich ihn jetzt ins Bett. Haben wir jetzt leider die letzten Minuten nicht wirklich auskosten können, muss man da natürlich sagen. Aber ist auch nicht so schlimm. Hauptsache Yannick bekommt seinen Schlaf. Und nächste Folge, wie gesagt, ihr werdet sehen, wann die nächste Folge losgeht oder wann die nächste Folge ist. Ich finde das so süß, wie die im Schlaf lachen oder irgendwelche Dinge tun und man da irgendwie das Gefühl hat, die würden träumen und so. Das ist irgendwie knuffig. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann natürlich wie gewohnt wieder bei Charlotte sein und werden schauen, was wir mit ihr so anstellen werden. Werden wahrscheinlich versuchen, den Laden noch ein bisschen weiter zu betreiben und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, würde ich sagen. Ja, ich werde hier noch. Genau. Es ist 0 Uhr und ich beende die Folge. Ciao!